Um diese Stammfunktion zu bestimmen, erkennen wir zuerst, dass die Ableitung von diesem Trinom da hinten multipliziert. X² minus 3x plus 1 prim ergibt effektiv 2x minus 3. Jedes Mal, wenn das der Fall ist, können wir diese Substitutionsformel einsetzen. Denn in dieser Formel gilt auch, die Ableitung von einem Funktionsteil, hier u von x, multipliziert dahinten. Dieser Teil, von dem die Ableitung dahinten multipliziert, diesen Teil nennen wir u. Und wenn u dasselbe ist wie x² minus 3x plus 1, dann ist die Ableitung dieser Funktion u gegenüber der Variablen x 2x minus 3. Und dieses u' von x schreibt man auch du geteilt durch dx. Das ist also eine Schreibweise für die Ableitung von u gegenüber der Variablen x. Jetzt kann man diesen Bruch behandeln wie einen normalen Bruch. Das dx, das hier teilt, setzen wir rechts rüber, dann multipliziert es da. Und somit erhalten wir du gleich 2x minus 3 dx. Wir sehen also, dieses Paketchen 2x minus 3 dx, das auch hier in der Stammfunktion auftritt, kann man du nennen. Wenn wir also dieses Trinom u nennen, dann wird dieses Paketchen zu du. Jetzt setzen wir die Substitution ein und unsere Stammfunktion wird zu Stammfunktion von u du. So. Und die Stammfunktion von u du ist selbstverständlich u² geteilt durch 2. Sobald man die Stammfunktion mit u gefunden hat, ersetzt man u durch das, was es ist, als Funktion von x. Also ersetzen wir u durch dieses Trinom zweiten Grades und somit haben wir die gefragte Stammfunktion gefunden. Diese Substitutionsformel setzen wir jedes Mal dann ein, wenn wir die Ableitung von einem Funktionsteil erkennen, die da hinten dran multipliziert.